Verpasse keine NBA-Prognosen und abonniere diesen Kanal oder komm in unsere Facebook-Gruppe Wettvorhersagen. Geht schon los. Ist die Sommerpause schon wieder vorbei? Ja, da schau her. Hallo Chris Custodian. Servus Radek Vegas. Warum? NBA-Sommerpause ist leider immer noch. In 2 Monaten geht die Saison erst los. Aber die sogenannte Offseason, die Roster stehen schon ein bisschen. Also die Offseason ist mehr oder weniger noch nicht ganz vorbei, aber es geht bald in die Trainingslager für die NBA-Teams. Und das ist doch für uns Grund genug, einen kleinen Ausblick auf die neue Saison zu machen. Vor allem bevor König Fußball jetzt erstmal in den nächsten Wochen die Welt regiert. Mhm. Und es gibt ja die Nachricht für alle, die es noch nicht wissen: LeBron James, der vielleicht beste Basketballspieler aller Zeiten, da lehnt man sich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster und provoziert vor allem die, die ihn nicht mögen, der hat ja seine Talente in eine andere Stadt umgezogen. Ganz genau, und zwar nach Los Angeles. Und deshalb starten wir vielleicht gleich mal mit unseren Top 2 Winner und Losern, aber vorher noch einen kleinen Blick auf die Tabelle vom letzten Jahr. Hier Toronto, mehr oder weniger überraschend Erster geworden. Boston Zweiter, auch letztendlich fast ins Finale gekommen. Philadelphia Dritter, mal schauen, ob das nächstes Jahr wieder so sein wird. Wir haben am Ende dieses Videos auch ein kleines Power-Ranking für uns gemacht, also eine kleine Prognose, wie wir glauben, dass der Stand der Dinge Ende der nächsten Saison ist. Was mir jetzt hier noch vielleicht auffällt, diese Teams, die sind ja mehr oder weniger schon ein bisschen so die Jungspunde, oder? Also Boston und Philadelphia haben ja eher so Mannschaften mit jungen Spielern, die noch für die Zukunft noch an Potenzial haben und noch zulegen können, oder? Ja, Boston, Philadelphia, Indiana muss man da erwähnen, Milwaukee genauso, Washington mehr oder weniger. Das sind auf jeden Fall Teams, auf die man achten muss, wie die weitere Entwicklung sein wird. Okay, du hast hier eine wunderschöne Präsentation gemacht. Also da gibt es schon mal ein Fleiß-Sternchen von mir. Und hier sehen wir natürlich die Teams im Osten. Das geht von Miami im tiefsten Süden bis nach oben zu den... Da oben müssten unter anderem die Toronto Raptors sein. Die sind so außerhalb von den USA in Kanada angesiedelt. Wer es nicht weiß, und Hockey ist auch ziemlich weit oben. Für ja, den vor allem, es geht auch ziemlich weit im Westen rüber hier. Da könnte man ja auch sagen, diese Teams könnten auch im Westen spielen, aber gut. Was sind denn die Gewinner und Verlierer in dieser Conference? Natürlich der erste Gewinner, ganz klar die Boston Celtics, wie du es gerade gesagt hast. LeBron James, das Hindernis Nummer 1 hat die Eastern Conference verlassen. Dadurch dürfte der Weg jetzt noch leichter sein für Boston. Die haben ja wirklich ein Spitzenteam, viele junge Spieler, die auch aufgrund der Verletzungen unter anderem vom Hayward, von Irving zu den Playoffs auch viel Spielzeit und Verantwortung übernehmen durften und mussten. Und wie eben gesagt, zur neuen Saison ist das Team genauso intakt wie davor, nur mit Gordon Hayward. Die Sensationsverpflichtung im Jahr davor, der sich im ersten Spieltag verletzt hatte und dadurch die ganze Saison ausgefallen ist, wieder dabei. Und Kyrie Irving, der Superstar des Celtics, hat ja auch einen erheblichen Anteil am Ende der Saison und in den Playoffs aussetzen dürfen. Zudem gibt es jetzt nicht so wirklich den neuen Spieler, den sie dazu geholt haben, macht auch keinen Sinn, das Gefühl passt. Unser Deutscher Daniel Theis, auch Kreuzbandriss im Laufe der Saison zugezogen, war ein wichtiger Bestandteil, wird wahrscheinlich auch wieder in der neuen Saison fit sein, gar nicht so unwichtig. Und was man so hört, könnte mit Robert Williams den Celtics auch noch ein guter Stil im Draft gelungen sein. Centerspieler, da haben sie Need sowieso, und der soll wohl nicht ganz so schlecht sein, wie man meinen könnte, wenn du 27 gezogen bist. Natürlich ist es in Relation gesehen, dass wenn du den besten 30 deines Rookie-Jahrgangs bist, das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Und da muss man noch dazu sagen, dass ja, wie du schon gesagt hast, dass Irving und Hayward in der vergangenen Saison die Top-Spieler ja sehr viele Spiele verpasst haben. Und man dachte immer, jetzt brechen die Celtics ein. Das ist ja teilweise auch so passiert. Aber dann haben sie doch wieder auch viele Spiele gewonnen, wo man einfach gar nicht so wirklich damit gerechnet hätte. Und wenn die jetzt wieder fit sind, dann sind die ja wirklich eine Bombenmannschaft. Dann geht's ab in Boston. Die große Frage ist, ob das Gefüge dann immer noch passt.
oder ob die jungen Spieler sagen, ja, weiß nicht, ob es da so ein bisschen internen Konkurrenzkampf im Sinne von Eifersucht, Laien und so weiter gibt. Glaube ich aber fast nicht. Dazu ist die Franchise zu stabil, auch zu traditionsbewusst, und der Trainer, der Brad Stevens, der holt ja da wirklich seit Jahren schon das Maximum raus, auch aus den jungen Spielern. Ich glaube, dass die in diesem Jahr richtig, richtig geilen Basketball spielen werden. Freuen wir uns drauf. Und du als neuer Fan der Raptors im Norden, da geht's auch ab. Die werden ihr Niveau halten können, meinst du? Also, bei den Raptors, der Meister der Regular Season, gab es ja einen großen Umbruch. Nach dem Playoff-Aus gegen LeBrons damalige Cavaliers, 0-4 wieder rausgefallen. Genauso wie in den Jahren davor hat Toronto Playoffs für Playoffs einfach mal komplett versagt. Und da hat jetzt der GM die Reißleine gezogen. Man hat zum einen den Coach of the Year gefeuert. Musste auch erstmal machen. Dwayne Casey, ehemaliger Defense Coach, auch von Dallas. Auf jeden Fall hat der jetzt nicht mehr die Toronto Raptors unter sich. Zudem der Starspieler DeMar DeRozan wurde verschifft nach San Antonio. Das ist insofern interessant, weil auf der einen Seite ist das natürlich die Identifikationsfigur, auch wenn du durch Toronto fährst, der hängt da auf Plakaten rum, ist so ein bisschen schon halb Kanadier, seit glaub, 8 Jahren da, hat von der Nullnummer bis zum All-Star sich entwickelt und war quasi ein Einheimischer. Den hat man jetzt abgegeben, zusammen mit dem Österreicher Kevin Pöttl nach San Antonio. Aber wer kommt? Das ist ja das Geile eigentlich. Ja. Also Kawhi. Hoffen wir mal, dass er wieder fit wird. Ganz genau, Kawhi Leonard kommt. Und das ist einfach mal, wenn er fit ist, und das weiß keiner, denn der Typ hat jetzt schon über ein Jahr nicht mehr gespielt. Wenn der fit ist, ist er einer der besten 3 Spieler der Liga. Also der unglaublich effizienter Spieler, vielleicht sogar der beste Verteidiger, und nebenbei macht er bei hoher Quote nochmal 25, 26 Punkte pro Spiel und könnte die Raptors auf ein neues Niveau heben. Und neues Niveau heißt, nicht nur in der Regular Season zu glänzen, sondern auch in den Playoffs. Und vielleicht geht der Trade auch hinten los, weil sich Leonard nicht wohlfühlt in Toronto. Er wollte eventuell, oder er hat ja eigentlich darum gebeten, nach L.A. gebracht zu werden, egal ob Clippers oder Lakers, der wollte eher so Westküste, Los Angeles, und sein Vertrag läuft nur noch ein Jahr. Das heißt, vielleicht ist es nur eine kurze Station für Leonard in Toronto, aber selbst wenn das so wäre, dann haben die Raptors jetzt eine Chance, ein Jahr die Möglichkeit, eben es mit Leonard zu versuchen. Und so super war jetzt der Vertrag von DeRozan auch nicht, also mehrere Jahre, wirklich viele Millionen, wo du dir an Flexibilität keinen großen Spielraum lässt. Und man weiß, so hart es ist, mit DeRozan und Laurie als Führungsspieler wirst du den Osten nicht gewinnen. Und das ist einfach das Ziel der Raptors. Die sind zu oft jetzt schon in der Tabelle oben gewesen und hatten hohe Ambitionen. Und ja, nicht vergessen, aus San Antonio kommt auch noch Danny Green, ein Spieler, der auch eine dritte, vierte Option ist und stark in der Defense, super stark von der Dreierlinie, der könnte genau passen. Also gefällt mir. Aber könnte es nicht vielleicht auch sein, dass Leonard das gleiche Schicksal droht wie einem Derrick Rose, dass er nicht mehr auf die Beine kommt, obwohl er so ein super Talent hat und ja, einer der Größten auch werden hätte können oder werden könnte? Ja, bei Derrick Rose muss man so ein bisschen sagen, ist er schon fast so ein bisschen wie Mr. Glass von Unbreakable. Also der fängt sich und dann reißt wieder der nächste Knochen oder bricht der nächste Knochen. Beim Leonard ist es natürlich auch möglich. Wie gesagt, keiner hat ihn jetzt ein Jahr gesehen. Aber man kann jetzt über diesen Spieler lange reden. Es gibt Gerüchte oder Behauptungen, er hätte schon seit längeren Monaten wieder spielen können, hat aber nicht gespielt, weil er mit den Spurs, mit dem Management unzufrieden ist, wie er behandelt worden ist, so ein bisschen Dieven-like. Schwer zu sagen, vielleicht tut man ihm Unrecht und er ist wirklich einfach mal, ja, mega im Arsch gewesen und kommt gar nicht mehr zurück oder hat den gleichen Spaß wieder. Schwer zu sagen. Okay, kommen wir zu den Verlierern im Osten. Da glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Da
muss man sagen, die Cavaliers, die waren ja quasi nur eine einzige Person, zumindest wenn man dieser Person glauben darf, dass er immer alle sein Scheiß-Team auf die Schultern genommen hat und vom Abstieg, würde man in der Bundesliga vielleicht sagen, in die Playoffs geführt hat. Und dann muss man ja wirklich sagen, hätte man ihm gar nicht so viel zugetraut, und er hat dann trotzdem eine Runde nach der anderen gerockt, der LeBron, und jetzt ist er weg. Ja, leider. Mal leider. Wieder weg. Ich bin ja kein Fan von ihm, aber das hat der Mann hat eine unglaubliche Performance abgeliefert in den Playoffs. Habe ich ihm auch nicht zugetraut, obwohl er das in der Vergangenheit schon mal bewiesen hat. Also das waren Wahnsinns-Playoffs, die er gespielt hat. Cleveland, der Verlierer sowieso, nicht nur, weil sie jetzt den Superstar verloren haben, sondern weil sie auch die ganzen Spieler noch am Hals haben, die sie um LeBron quasi umhergebaut haben. Das heißt, da sind viele überteuert bezahlte Rollenspieler jetzt in Cleveland, die komplette Flexibilität nehmen. Also du kannst jetzt als Cleveland nicht mal in Ruhe einen Neuaufbau machen und vielleicht durch Cap Flexibility den nächsten guten Free Agent in Land ziehen. Das wird relativ schwierig. Sie haben jetzt mit Kevin Love, darf man nicht vergessen, immer noch einen ehemaligen All-Star, der 25 und 15 aufgelegt hat in Minnesota. Das heißt, der wird jetzt wieder mehr Freiheiten haben, das auch ausnutzen. Aber der Rest, da ist zu viel Mittelmäßiges dabei mit überbezahlten Verträgen. Und das wird jetzt eine lange Zeit, glaube ich, werden, bis Cleveland wieder mal bei, ja, keine Ahnung, den Top 4, 5, 6 Teams im Osten mitspielt. Also, ist ja mal nicht mehr so schnell da oben. Und ganz unten waren ja schon die Atlanta Hawks, und die kann man noch weiter abstürzen, weil wenn die jetzt ganz unten waren und trotzdem zu den Verlierern noch zählen, warum hast du die da aufgelistet? Weil da nicht wirklich eine Strategie zu erkennen ist. Also die Hawks hatten einen Top-3-Pick, genau genommen den Nummer-3-Pick im Rookie-Draft, und da ist zum Beispiel Luka Doncic, wo du sagst, das könnte der nächste europäische Megastar werden. Der ist Euroleague-MVP, MVP in Spanien bei Madrid geworden, und das in einem wahnsinnig jungen Alter von 19 Jahren. Der hat definitiv das Talent, in den NBA zu bestehen, aber anstatt das Atlanta den nimmt, traden sie nach unten, dafür ist jetzt Doncic in Dallas, besser kannst du mit Witzke gar nicht laufen, und sie haben mit Trae Young eventuell auch einen sehr, sehr starken Spieler verpflichtet, wird die Zukunft zeigen, also das ist so ein bisschen Steph Curry Light von seiner Spielweise, würde ich ihn jetzt bisher beschreiben, und dann haben sie halt auch Dennis Schröder verschifft, wo man jetzt auch nicht unbedingt sagen kann, das ist jetzt die schlimmste Entscheidung, aber im Gegenzug haben sie halt einfach mal nichts bekommen. Wir haben Carmelo Anthony erhalten und sofort entlassen. Das bedeutet, so ein richtiger Plan ist da nicht erkennbar. Und Atlanta war letzter und hat die Offseason nicht genutzt, um in dieser Saison besser dazustehen. Ja, dann gute Nacht, Atlanta. Und auf was freust du dich jetzt hier besonders im Osten? Also bei den Pacers hast du ja letztes Jahr, ich glaube, den Namen, wenn man unsere Videos anschaut, es gibt keinen Namen, der öfter gefallen ist als Victor Oladipo. Genau, weil es einfach ein mega geiler Spieler ist, und die Pacers sind ein super sympathisches Team gewesen. Sie haben leider Gottes den Lance Stevenson nicht mehr weiter verpflichtet. Der ist jetzt witzigerweise sein Best Buddy. Bei seinem super Best Buddy LeBron James in L.A. eingekommen. Also könnte auch eine spannende Geschichte werden. Aber Indiana mit Pech oder Unerfahrenheit ausgeschieden gegen Cleveland in 7 Spielen. Das war eine super spannende Serie. Oladipo sofort, nachdem er ausgeschieden ist, schreibt sein Fitness-Trainer oder Personal Coach an, ob er Zeit fürs Training hat. Der ist super motiviert. Die haben sich sinnvoll verpflichtet mit unter anderem Tyreek Evans, also eher so kleine Bausteine dazu genommen, und die jungen Spieler Bogdanovic, Oladipo, Sabonis, wenn die sich jetzt noch ein bisschen weiterentwickeln und die weiterhin diesen Team-Spirit verkörpern, dann traue ich Indiana wirklich vieles Positives zu. Also das ist mein Nummer-1-Team, auf das ich mich jetzt im Osten freue. Da gehe ich mit. Die haben ja letztes Jahr auch schon immer, wenn ich auf sie gesetzt habe, eigentlich gut Geld gebracht, und von daher, ja, freue ich mich auch auf die Pacers. Ein bisschen wankelmütig waren ja die Pistons, mal hopp und dann eher zum Schluss wieder flop. Und ja, genau. Worauf freuen wir uns bei denen?
Ja, bei die wollen wir einfach mal beobachten, weil ich glaube, dass die eher flop am Ende waren, weil sie gesehen haben, es geht ja eh nichts mehr in Richtung Playoffs mit Blake Griffin und ja, Reggie Jackson, wenn der fit ist. Andre Drummond, haben die einen guten Kern und ich glaube, wenn die motiviert sind und gut in die Saison einsteigen, dann kann man die auf dem Schirm haben. Also das ist zu beobachten auf jeden Fall. Ja, letzte Saison war sie auch zwischenzeitlich mal Vierter im Osten, also dann sind sie aber auch abgerutscht. Also ja, da hat ihnen der lange Atem gefehlt. Mal schauen, ob sie den dieses Jahr haben. Bei den Philadelphia 76ers haben wir schon gesagt, der Überraschungsdritte der vergangenen Saison im Osten. Ja, dieses Niveau gilt es jetzt erstmal zu halten. Ja, also Detroit darf man dieses Jahr nicht unterschätzen. Bei den 76ers glaube ich, dass man die diese Saison nicht überschätzen darf. Sind Dritter geworden, haben am Ende der Saison nochmal ein 16 Siege, 16 Winning Streak, Run, sagen, 16 Siege, Run, hingelegt und hatten wirklich einen super Lauf. Und das mit dem Phantom. Also da genau, hat er quasi Embiid, Joel Embiid mit der Maske spielen müssen, wegen seinem Nasenbeinbruch. Ja, ganz genau. Und Philadelphia war eigentlich für mich der Hauptanwärter auf LeBron James. Den haben sie nicht bekommen. Im Gegenteil, sie haben eigentlich gar nichts jetzt verpflichtet, bisher zumindest. In dieser Offseason stehen sie leer da, haben zwei wichtige Bausteine verloren mit Ilya Sova, der ist zu Milwaukee, und Bellinelli, der geht nach San Antonio. Haben sie zwei Spieler jetzt verloren, die auch für diesen Winning Streak am Ende der Saison maßgeblichen Anteil hatten. Von daher, ich bin gespannt. Das Spacing ohne die beiden Jungs fehlt und Simmons kann nicht werfen. Vielleicht hat er das trainiert über die Offseason. Allerdings vermute ich, dass es für Philadelphia nicht nach oben geht im Vergleich zur letzten Saison, sondern eher ein bisschen runter, um dass die an ihren Erwartungen an sich selber zerbrechen können. Das ist so ein bisschen eine Idee. Ja, und die Konkurrenz schläft nicht, vor allem jetzt die zwei Mannschaften, die jetzt noch kommen, die Wizards. Die Wizards haben... Was traust du denen zu? John Wall wieder fit dabei. Sie haben sich ein bisschen auf der Bank verstärkt. Sie haben Dwight Howard geholt, das heißt, sie haben jetzt wirklich einen starken Center. Und wenn die intern Beal und Wall sich miteinander verstehen, dann ist bei denen auch ein bisschen was drin. Meisterschaft, also im Osten nicht wirklich, aber auch könnte was gehen, wenn die einen guten Lauf bekommen. Mhm. Vor allem, die haben ja in der vergangenen Saison auch schon immer eigentlich in den Spielen, wo man gegen sie gewettet haben, wo sie krasse Außenseiter waren, haben sie uns eigentlich dann verarscht, indem sie gewonnen haben. Ja. Und wenn sie klarer Favorit waren oder so, dann haben sie uns hängen lassen. Also die brauchen schon immer so ein bisschen den Druck oder die Außenseiterrolle. Ganz genau. Und die Bucks mit Giannis Antetokounmpo ist der genau, unaussprechliche Grieche. Das weiß kein Mensch, wie man den ausspricht. Antetokounmpo. Hm. Egal. Also die Bucks auch in 7 Spielen in der ersten Runde ausgeschieden. Theoretisch hätte man vor der ersten Runde eigentlich gesagt, dass sie sogar Favorit sind gegen Boston. Bei denen wird halt die Frage sein, wie kann sich das Team weiterentwickeln. Jeder erwartet unglaublich viel vom Griechen, auch dass er jetzt den MVP-Titel mitspielen wird und dass er seine Leistung nochmal auf ein höheres Level bringen müsste. Der hat auf jeden Fall die Voraussetzung, aber ob die Bucks auch hier, es ist ähnlich wie bei den 76ers, dass beide Teams werden bestimmt gut abschneiden, also Top 5, Top 6 vermute ich schon, aber ob sie dann den eigenen Erwartungen gerecht werden, das glaube ich auch bei Milwaukee nicht. Dazu sind die Bausteine um Antetokounmpo nicht gut genug. Okay, dann haben wir hier noch ein Power Ranking. Hast du es selber aufgestellt oder wo hast du es rauskopiert? Nee, das ist jetzt unseres oder meins oder wie auch immer. Also das ist, ich habe mir jetzt ehrlich gesagt, es gibt ja von NBA und ESPN auch die Power Rankings. Ich habe mir die jetzt extra mal nicht angeschaut, um nicht beeinflusst zu werden, sondern einfach überlegt, wo sehe ich die einzelnen Teams. Dazu haben wir mal geschrieben, was sind die Playoff-Odds? Also für Leute, die Langzeit wetten mögen, kann man ja darauf setzen, schafft das Team die Playoffs oder nicht. Man sieht dann auch gleich bei Boston, Toronto, Philadelphia, Indiana, Washington. Relativ uninteressant, die haben eigentlich schon gebucht. Ja, es ist eigentlich Wahnsinn, dass 6 Teams, auch wenn man das dann mal im Vergleich zum Westen dann sieht,
Man hat hier 6 Teams, eigentlich von den Quoten her so, dass man sagt, egal was die machen, die können gar nicht die Playoffs verpassen. Hm. Und dann, riesen Überraschung natürlich, dann auf 10 bloß die Cavaliers. Hast du die Quote festgelegt, oder was? Die Quoten sind von VBET. Ah, okay. Ja, 3,2 also, ist ja schon wirklich dann, ja, letztes Jahr war es bestimmt auch eher in dem 1,1-Bereich. Ja, also eher 1,0, denke ich auch, mit LeBron James, der wird nicht die Playoffs verpassen. Also auch wenn wir hier jetzt mal schauen, rechts habe ich geschrieben, das habe ich von Bet Online bzw. von Las Vegas Sports Bookers rauskopiert. Es gibt ja diese Winning Projection Lines, also es gibt bisher noch keinen europäischen Anbieter, wo ich zumindest gesehen habe, dass man draufsetzen kann. Mhm. Also du kannst hier draufsetzen, werden die Boston Celtics über oder unter 58 Siege haben. Von 82 Spielen, oder? Genau, und in Klammern habe ich geschrieben, was sie letztes Jahr erreicht haben. Also, und was für mich halt interessant ist, habe ich dann mal unterstrichen. Wie gesagt, also ich sehe Boston ganz klar Erster, Toronto Zweiter, Philly Dritter, Indiana Vierter, Washington Fünfter, Milwaukee Sechster. Ich glaube, da wird auch kein anderes Team da noch drüber kommen. Also, ob die ersten 6 jetzt wirklich so stehen, sehen wir dann am Ende des Jahres. Mhm. Detroit traue ich auf jeden Fall den 7. Platz zu und Charlotte ist so ein bisschen mein Dark Horse Kandidat für den 8. Platz, einfach weil ich Kemba Walker mag und irgendwann, und ja, Michael Jordan als Führer quasi, also die müssen doch auch mal wieder in die Playoffs kommen. Was bedeutet die Quote bei Miami und Orlando mit dem No? Also du kannst natürlich immer draufsetzen, erreicht das Team die Playoffs oder erreicht das Team nicht die Playoffs? Okay. Und ich finde, Miami, die haben eine Quote, dass sie die Playoffs erreichen von 1,2. Und da die in der Offseason gar nichts gemacht haben, da die letztes Jahr aus meiner Sicht schon overachieved haben und noch dazu Dwayne Wade wird ja nicht jünger, sondern älter, sehe ich die eigentlich schwächer. Es ist die Frage, ob die anderen Ost-Teams gut genug sind, um diese Schwäche von Miami auszunutzen. Allerdings finde ich eine Quote von 4,0, dass Miami nicht in die Playoffs kommt, echt attraktiv. Ja, und bei den Magic? Die Magic, die können gar nicht in die Playoffs kommen. Da finde ich die Quote, dass 1,25, dass sie mega in die Playoffs kommen. Das finde ich auch, das finde ich echt super. Muss man nur viel genug drauf setzen, damit man da was dabei rauskommt. Ja, nee, aber ich finde das auch halt ein kleiner Quotenfehler. Ich meine, die sind jetzt nicht verkehrt, aber die werden niemals viele Spiele gewinnen. Und auch, wenn man die Winning Lines anschaut, bei den Hornets, ich glaube schon, dass die über 35,5 Spiele gewinnen. Und bei Philadelphia glaube ich nicht, dass die über... Ich glaube nicht, dass die besser abschneiden als letztes Jahr. Also ich sehe die nicht bei 54,5 Siege. Vor allem wissen wir alle, dass die extrem abhängig von Joel Embiid sind. Und der Junge ist halt bisher einfach sehr verletzungsanfällig. Immer mal wieder 1, 2, 3 Spiele Pause. Und ich glaube, das ist auch eine interessante Wette für... Wer Lust auf Langzeitwetten hat, ich glaube nicht, dass Philadelphia 55 Dinger gewinnt. Alles klar, dann sind wir jetzt schon mal sehr gut im Osten vorbereitet. Vielen Dank für die Mühe von dir und mir hat Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir werden auch bei Gelegenheit in den nächsten Tagen dann den Westen unter die Lupe nehmen. Genau, und bitte eure Kommentare, wo seht ihr im Osten den Favoriten, wer kommt? Euer Ranking, was hat er falsch gemacht? Ja, oder seht ihr was komplett anders, weil ich meine, ich finde den Osten relativ eindeutig im Vergleich zum Westen. Also Westen hat es dieses Jahr schon in sich. Alles klar, bis dann. Verpasse keine NBA-Prognosen und abonniere diesen Kanal oder komm in unsere Facebook-Gruppe Wettvorhersagen.